Moin, willkommen zurück bei Wildsing und der monatlichen Neuentdeckung, der monatlichen Entdeckung für den August 2023. Wie so häufig habe ich dazu eine kleine Geschichte zu erzählen. Und zwar sprechen wir jetzt über meine Entdeckung. Das ist die Band Boytronic. Ich habe tatsächlich nur dieses Best-of hier und das ist nicht mal aus Deutschland. Das ist alles in Kyrillisch. Ich glaube, das kommt irgendwo aus dem Osten dadurch. Boytronic, kurzum, ist eine Synthwave, eine New Wave Band aus den 80ern, die es tatsächlich heute noch gibt, aber die in den 80ern den einen oder anderen kleinen Erfolg hat. Aus Deutschland, Hamburg genauer gesagt, ich glaube ein Duo, Trio zwischenzeitlich, irgendwie so in der Richtung, wie das aber bei Synthie-Bands aus der Zeit ja doch häufiger ist. Zur Geschichte, die ich erzählen muss. Denn ich habe Boytronic überhaupt gar nicht gesucht. Ich habe was ganz, ganz anderes gesucht, aber Boytronic gefunden und mich halt wirklich auch ein bisschen verknallt. Und die Geschichte ist wie folgt. Ich war, das ist ja schon eine ganze Weile her, auf einer Party hier in der Gegend. Die heißt Nachttanz. Das ist eine relativ große Gothic-Party. Da gibt es zwei Hallen. Die eine macht so richtig dieses Utz-Utz-Utz-Gothic. Irgendwas, wo ich raus bin. Die andere hat aber so ein bisschen New Wave und Postpunk, gerade auch deutschsprachige Musik. Und da war ein Song, der lief irgendwo zwischen 0 und 3 Uhr und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich kannte den nicht. Inhaltlich ging es, der war deutschsprachig, der hatte irgendwie, glaube ich, eine ganz coole Gitarre dabei, aber halt wavig. Und inhaltlich ging es irgendwie um urbanes Leben. Irgendwas immer bei Nacht. Keine Ahnung. Ich suche diesen Song nach wie vor. Und ich habe mich danach so ein bisschen bei YouTube in irgendwelchen Playlisten von deutschem Postpunk und New Wave Indie-Scheiß aus den 80ern rumgeschlagen, um zufällig diesen Song zu finden. Mit der Hoffnung, ihn zu finden, was mir bislang einfach nicht gelang. Und ich suche den Song immer noch, aber bei diesen Recherchen, bei dieser Suche, bin ich halt zufällig auf Boytronic gestoßen mit ihrem Song You. Das ist der größte Hit, den die je gemacht haben, kommerziell erfolgreich, eine Single-Auskopplung, die erste Single von denen und ist halt wohl auch ganz schön in die Single-Charts gekommen. Und dazu gibt es tatsächlich auch das eine oder andere YouTube-Video und da bin ich halt drüber gestoßen, über das offizielle Video des Songs. Ein bisschen schrill 80er, kommt gut. Dann aber auch eine eine Live-Aufnahme von dem Song aus so einer Musikshow, wo der Moderator den genau gar nicht zuhört und die eigentlich eine bewegende Geschichte erzählen und da so ein bisschen weglächeln und furchtbar. Aber der Song heißt halt wirklich hervorragend. Also der Song You von Boytronic hat mich überzeugt. So, dass ich dann dachte, vielleicht gibt es da ja mehr zu holen. Und dann stand ich vor der nächsten Hürde. Wie schaffe ich mir mehr von Boytronic? Denn das war gar nicht so einfach. Diese Band hat nur so ein paar, nur so ein paar Releases und die sind alle ganz schön vergriffen, gerade die Sachen, die man aus den 80ern haben will. Also musste ich irgendwie auf den Gebrauchtmarkt schippern und habe mir ein Best-of versucht zu holen, weil ich glaube, dass das repräsentativ für so eine Band ist und habe mir dann eine osteuropäische Version von diesem Best-of geschossen. Gar nicht so günstig dafür, dass die gar nicht so gut erhalten war. Mir war wichtig, dass You halt drauf ist, weil das ist der Introduce-Song und man muss immer so ein bisschen mit der Erwartungshaltung spielen, denn klar, man hat so einen Überhit, den man halt als erstes kennenlernt. So, und das ist You. You ist wirklich ein A-Klasse-Hit. Einfach eine gute, gute Nummer. Hat einen richtig schönen Flair und. Und dann habe ich manchmal die Angst, dass es der einzige Hit ist. Klar, das ist eine Band, die hat es jetzt nicht, also die ist nicht klein, aber die ist jetzt auch nicht, ich glaube, in historischen Annalen der Musikhistorie, New Wave Historie aus Deutschland. Wie gesagt, auch keine kleine Band. Aber als ich die CD halt versucht habe zu schießen, was gar nicht so einfach war, oder ich bin halt echt diesmal zu dumm gewesen, hatte ich so ein bisschen den Schiss, gut, das eine ist der Überhit und danach ist halt nur so Ausschuss. Manche Bands treffen halt nur einmal, was immer noch mehr ist als die meisten, aber so. Hier war es aber nicht der Fall tatsächlich. Klar, der Sound ist verschieden, ganz grundlegend. Synthwave, New Wave, sehr poppig zwischenzeitlich. Musikalisch irgendwo zwischen, ich würde sagen, Deepish Mode und Alphaville. Also,
beste Referenzen, möchte man sagen. Ich stehe auf beide Bands. Aber dadurch, dass wir hier ein Best-of haben, haben wir natürlich auch einen zeitlichen Ausriss, der nicht nur auf ein Album fixiert ist. Dadurch ist es sehr vielseitig. Ein paar Nummern poppiger, ein paar Nummern weniger. Also hier ist tatsächlich auch ein deutschsprachiger Song drauf, der ganz gut aber kommt. Es fängt halt direkt das Best-of mit You an. Also die wissen schon, was ihr bester Song ist. Aber es gibt noch weitere sehr gute Songs tatsächlich von Boytronic. Und da möchte ich euch natürlich auch ein paar nennen. Einmal der vierte Track hier auf dem Best-of zumindest, Man in Uniform. Hat sowas No Future, typisch kalte Kriegssong mäßig. Sowas sehr lethargisches, ich würde sagen eine deutliche Kriegskritik, kommt sehr, sehr gut. Geht aber weiter mit dem sechsten Song Hold On, ein bisschen fröhlicher von der Grundstimmung. Mit so einem catchy Refrain, hold on, aha, da, 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 so ein bisschen so ein Disco-Hit, kommt aber wirklich ganz gut. Achter Song Hurts, auch richtig, richtig gut, eher wieder ein bisschen in die düstere Schiene, muss man vorsichtig mit sein, aber so, ne. Elfter Song, sehr poppige Nummer mit einem sehr großen Keyboard, so mit einer sehr großen Dramatik, das ist das, was ich sagen wollte. Living Without You heißt der, Living Without You. Aber gut, da merkst du schon die 90er dann drin, aber alles gut. Erwähnen dann wirklich tatsächlich, möchte ich noch den 14. Song Am Tag, als der Regen kam, das ist halt der deutschsprachige Song hier auf dem Album, können sie halt tatsächlich auch, ganz witzig in diesem You-Musik-Laden-Video, was das auch immer war, wo der Moderator bei war, sagt halt der Sänger, wenn er Deutsch singen würde, das würde sich fremd anfühlen. Also, nee, deswegen singen sie Englisch. Haben sie dann später ja scheinbar dann doch gebrochen, aber ist egal, es passt. Ganz grundlegend ist es hier einfach ein vielseitiger New Wave, Synthwave-Sound mit diesem No-Future-Touch und dadurch in einer gewissen Depressivität, möchte man sagen, in vielen Songs, nicht in jedem, aber in vielen, ganz klassisch No Future. Also man muss ganz sagen, ganz klassisch No Future. Mit einem wirklich A-Klasse-Hit und einer Menge Hits dahinter. Und das ist dann tatsächlich das ganz, ganz Spannende, denn es geht über You hinaus und das ist eine Band, wäre ich niemals auf dieser Party gewesen und würde noch bis heute diesen einen Song suchen. Wäre ich auf Boytronic nie gestoßen. Also muss ich dann auch realistisch sein. Die sind wohl immer noch auch unterwegs und so. Ich mag ja den 80er-Sound, gerade wenn er so ein bisschen depressiv, emotional, nur future-mäßig wird, was hier gegeben ist. Und gerade sowas wie der Song You, kann man auch explizit drauf eingehen, der hat dann auch sehr krasse Kraftwerk-Elemente. Ich denke, Kraftwerk, also die Band wird jedem hier ein Begriff sein, sonst schämt euch, aber weil die doch sehr mit so einem sehr krassen Effekt am Anfang kommt, erinnert mich zumindest dann sehr stark an Kraftwerk. Wie gesagt, es gibt dann so ein paar Songs, die eher Deepish Mode, eher Alpha will und manche sind halt nochmal was anderes, Eurythmics, keine Ahnung. Es ist so ein Querschnitt tatsächlich. Es ist halt auch typisch. Aber ich finde tatsächlich, diese Zeit hat sehr, sehr viele Hits und auch gute Bands ausgespuckt, die auch immer sehr Party-Disco-tauglich sind. Und das ist halt Boytronic gerade mit You auch. Keine Ahnung, ob ich jetzt gerade, ich habe ein bisschen das Eindruck, als ich mich damit beschäftigt habe und dann auch gemerkt habe, die CD ist gar nicht so einfach zu bekommen, bla bla, dass ich Late to the Party bin. Alle da draußen kennen den Song von You von Boytronic und sagen, ja klar, gibt man Boytronic mit You. Könnte durchaus passieren, dass das mir jetzt entgegenkommt, aber nichtsdestotrotz ist es jetzt neu für mich. Na, ich suche zwar immer noch den Song, den ich eigentlich meinte, wie gesagt, deutschsprachig ging um urbanes Leben, bei Nacht und das wurde immer wiederholt, glaube ich zumindest, aber es war eine Party, es war mitten in der Nacht und so, ihr wisst wie das ist, ich kann auch irgendwas da durchgequillt haben. Aber ohne diese Party, ohne diese Suche hätte ich dann tatsächlich Boytronic nicht gefunden. Und ist jetzt nicht unbedingt die sommerlichste Musik zu diesen sommerlichen Temperaturen, die ich hier gerade ertrage. Aber einfach eine gute Entdeckung. Ich finde es tatsächlich hier spannend, wie gesagt, dass ich dann zu einem osteuropäischen Release greifen musste. Was ganz spannend ist, einerseits, weil man auch immer wieder merkt, dass dieser technische kraftwerkartige Sound auch in Osteuropa immer sehr gut ankam. Sonst gäbe es da, finde ich, eigene Releases, würde ich mal so behaupten. Ich hätte eigentlich viel lieber das Album mit You gehabt oder mit einer Single-Version irgendwie sowas drauf, weil den Song gibt es in vielen Längen, glaube ich, und in der Single-Release und Extended und bla.
ist ja bei vielen Songs tatsächlich derzeit so gewesen. Killing Joke, Love Like Blood hat das, New Order mit Blue Monday und so weiter. Die haben alle sehr unterschiedliche Längensongs, so auch Boytronic. Aber nichtsdestotrotz ist die Version mit You hier sehr, sehr gut drauf. Die Single-Video-Version ist ein bisschen kürzer. Ich hätte lieber tatsächlich das Album gehabt, wo das drauf ist. Und dann wäre ich chronologisch mit den Alben gegangen, das mache ich lieber. Ich finde aber tatsächlich, es könnte gerade bei so einer Band mit einem Best-of auch eine gute Wahl gewesen sein. Vielleicht nicht die beste, weil ich immer lieber zeithistorisch habe. Und ich hoffe natürlich mehr aus der Zeit, aus der Emotionalität von einem so einem Introducer-Song, den man dann halt hat, wie bei You, dass man da halt dann innerhalb des Albums auch mehr findet. Aber so kann man halt auch einen Querschnitt dann hören. Und klar, musikalisch dadurch vielseitig, viele Sounds, aber diese grundlegende Emotionalität, die Boytronic da tatsächlich spielen, die ist sich bei denen auch durch die Zeit hinweg doch recht ähnlich. Und das kommt einfach sehr, sehr gut. Ja, auf jeden Fall total spannend, auch was ich dann hier für einen bekloppten, ich hoffe legalen Release, könnte auch so ein bisschen, ne, Bootleg irgendwas sein. Ich hätte mir auch, weiß ich nicht, alles offiziell hat nicht so einfach funktioniert dieses Mal. Vielleicht habe ich auch schlecht gesucht. Aber das ist meine Entdeckung für den August 2023. Wie gesagt, ich habe was ganz anderes gesucht, habe das gefunden und bin trotzdem froh. Die Suche geht trotzdem weiter. Mein Anspieltipp dadurch bei Boytronic ganz klar You. Wenn ihr auf diesen New Wave-igen, No Future, leichten, emotionalen, düsteren Sound hört, steht, wie, ja, ich sag Depeche Mode, Alphaville, das sind die Vergleiche, die ich hier ziehen möchte. Und ja, wie gesagt, die anderen Songs, Many Uniform, Hold On, Hurts, Living Without You, der letzte, ein bisschen ausklammern, weil der einen 90er-Spirit hat, aber die davor sind alle doch auch recht 80er-mäßig, kann ich euch wärmstens ans Herz, ja, legen. Ich habe irgendwie das Gefühl, viele da draußen könnten die Band längst kennen. Nur ich bin halt wieder der Dämliche. Ist dann so, dann haut mal eure Berührungspunkte zu Boytronic rein. Ansonsten hoffe ich konnte euch was empfehlen mit meiner Entdeckung für den August. Ich hoffe, ja, ich finde den Song noch, den ich eigentlich suche, weil das macht mich langsam verrückt. Aber, ja, vielleicht ist dieses Video auch ein Anstoß. Ich hatte überlegt, da tatsächlich ein eigenes Video draus zu machen und diesen Song zu suchen. Keine Ahnung. Egal. Ja, hört mal rein. Tippt ein, was ja, was das für euch ist, wie ihr es findet, falls ich euch was empfehlen konnte, umso besser. Ansonsten bleibt nur zu sagen, ja, abonniert den Kanal, wir machen jeden Monat was, eine monatliche Entdeckung. Like, dislike, kommentiert, ich reagiere wie immer auf alles, würde mich sehr freuen und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, ciao, ciao.